Guten Morgen, herzlich willkommen zu diesem Video, in dem es um einen Insider-Verkauf und nicht nur einen, sondern ganz, ganz viele gehäufte Insider-Verkäufe in den letzten 3 Monaten, insbesondere in den letzten Wochen, bei einem der größten und bekanntesten US-Unternehmen gehen soll. Und ich möchte mir auch die charttechnische Situation anschauen. Das ist ein Unternehmen, das durch die Inflation sehr stark betroffen ist und auch durch vielleicht die Angst, dass es zu einer Rezession kommt. Die Börsen stehen ja eigentlich relativ gut da, was das Verhalten von diesen Insidern angeht. Die lassen keine guten Prognosen zu. Mehr dazu will ich in dem Video klären. Viel Spaß dabei. Ja, bei dem Unternehmen geht es um die Walmart, die größte Supermarktkette in den USA geht. Oder ist, ist die ja, Rewe Edeka in den USA, wenn man so will. Die stehen ja für die großen Malls, die noch viel, viel größer sind als die Einkaufszentren, die wir hier haben. Also Walmart, einfach, um es einfach auszudrücken. Und wir wissen ja, dass durch die Inflation es schon dazu gekommen ist, dass viele Amerikaner, die nun viele davon auch von Essensmarken leben, jetzt es zu tun bekommen, nicht nur wie wir, sondern dort ist es natürlich genauso mit deutlich sprunghaft nach oben gegangenen Preise, 10%, 20%, 30% bei vielen Sachen, die man so für den täglichen Bedarf hat, sind die Preissprünge, wir wissen es ja alle. Und das kann am Ende eben auch dazu führen, dass die Margen unter Druck kommen. Es ist ja jetzt so, dass viele Einzelhändler, so eben auch Walmart in den USA, jetzt darauf setzen, dass sie ihre Lagerbestände, die sie haben, möglichst losschlagen wollen und müssen, weil die Kundschaft einfach nicht mehr kommt. Oder wenn sie kommt, dann achtet sie eben sehr stark darauf, dass das, was noch da ist, muss im Preis stimmen. Also muss Walmart den Preis überzeugen, um eben den Lagerbestand, der eben deutlich nach oben geht, es liegt immer mehr Zeug rum, um das eben auch losschlagen zu können, sodass das keine Ladenhüter werden. Man braucht einen wahren Umsatz. Und dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit, sich die Quartalsberichte anzuschauen und die Konferenzen, die eben gegeben werden, zur Veröffentlichung der Bilanzen. Aber man kann sich eben auch die Insider anschauen. Und da sticht eine Familie, die über einen Trust agiert, besonders ins Auge. Und das ist die Familie Walton, also die Gründerfamilie von Walmart. Und die haben... also es ist eine zu lange Liste, um sie vorzulesen, aber hunderte von Millionen von US-Dollar in Walmart-Aktien verkauft. Seit eigentlich Dezember sind die zu sehen, dass sie verkaufen. Und das hat sich jetzt auch nochmal gehäuft im Februar und im März. Den größten Verkauf hat es jetzt gegeben von den Walton Trusts, von Ellis, Jim und Robson Walton. Das sind 3 Verkäufe, jeweils mit einem Erlös von 160 Millionen Euro. Dann gab es nochmal, also jeweils 3 mal 160 Millionen Euro, die da verkauft wurden. Dann gab es noch weitere 3 Verkäufe, die lagen schon, die waren am 3. März. Am 14. Dezember gab es nochmal 3 Verkäufe, jeweils im Volumen von 109 Millionen Euro. Am 8. März gab es dann nochmal jeweils 3 Verkäufe von 107 Millionen Euro. Am 8. März ebenfalls nochmal 3 Verkäufe im Volumen von 83 Millionen Euro jeweils. Dann am 3. März gab es nochmal 3 Verkäufe im Volumen von jeweils 75 Millionen Euro. Das setzt sich ewig fort. Also unglaubliches Verkaufsaufkommen, wenn man sich die letzten 3 Monate anschaut, gab es also insgesamt 112 Transaktionen und 112 von diesen 112 waren Verkäufe. Es gab also nicht einen Insiderkauf bei Walmart und das Gesamtverkaufsvolumen sind 3,74 Milliarden Euro US-Dollar. Also 3,7 Milliarden US-Dollar wurden an Walmart-Aktien von Insidern in den letzten 3 Monaten verkauft. Und da ist nicht nur die Familie Walton, die verkauft haben. Die stechen zwar vom Volumen besonders raus, aber da ist auch der Herr Douglas mit dabei, der ist Präsident und CEO. Der hat am 23. Dezember, am 27. Januar und am 23. Februar jeweils Aktien im Wert von rund 1,3 Millionen Dollar verkauft.
Da ist ein Herr Rachel dabei, der ist Executive Vice President, der hat für 1,3 Millionen verkauft am 2. März und so weiter und so fort. Also, ja, die scheinen nicht besonders optimistisch zu sein oder brauchen schnell Geld für irgendwas. Beim Verkauf durch Insider weiß man ja nie, warum verkaufen die eigentlich. Beim Kauf kann man eher sagen, die sind überzeugt. Aber häuft sich schon, ja, und es ist nicht ein Insider-Kauf dabei. Und das bringt mich eben dann immer dazu, dann mir einen Kontext zu erarbeiten. Und das kann ich eben dann doch auch versuchen mit Hilfe der Charttechnik. Und da sehen wir nun die Walmart-Aktie seit dem Jahr 2015 übergeordnete Aufwärtsbewegung. Aber sie steckt eben auch ein bisschen fest seit November 2020. Also wir hatten so diesen ersten Einbruch durch die Pandemie und dann eben auch eine Erholung. Und seither steckt die eigentlich fest bei so $152. Und charttechnisch kann man nun aus so einer Konsolidierung heraus, können zwei Dinge passieren. Entweder wir bekommen eine obere Trendwende, dann beginnt ein Bärenmarkt übergeordnet, oder diese Konsolidierung dient dazu, eben neu Schwung zu holen. Und genau das hat die Walmart-Aktie versucht zu tun, indem sie eben von dem tiefsten Punkt 2022 gestiegen ist bis zum August 2022 bis 142,71. Da hätte es dann, ich zoome da ein bisschen rein, zu einem 1, 2, 3 Trendfortsetzungsmuster kommen können. So, einmal räuspern. Fortsetzungsmuster kommen können. Und zwar hier dieses 1, 2, 3 Trendfortsetzungsmuster. Und es sah eigentlich im November 2022 auch danach aus, als würden sie das aktivieren können, was nach oben 158, 168, 183 als mögliche Kursziele aktiviert hätte. Aber sie sind sofort wieder drunter gefallen und Januar und auch Februar diente nicht mehr oder hat nicht mehr getaugt, um darüber hinaus anzusteigen, an die Stärke von November anzuknüpfen. Und jetzt fällt die Aktie in diese Impulsspanne rein. Also das Trendfortsetzungsmuster wird in Frage gestellt. Es ist eine Fehlzündung gewesen, was eigentlich so bärische Implikationen mit sich bringt. Trotzdem ist jetzt die Konsolidierung immer noch neutral. Sie ist nicht bullisch geworden, muss man dazu sagen. Sie ist immer noch neutral, weil eben das gegenteilige Muster, die bärische Auflösung in 1, 2, 3 Top eben auch nicht bisher aktiviert ist. Dafür müsste Walmart nochmal deutlich fallen unter 117,28 und dann ein mögliches Abwärtsziel zu aktivieren bei 90,41 und darunter 73,80. Also im Moment neutral. Aber das positive Zünden hat eben nicht funktioniert. Was denkt ihr zu diesen Insider-Verkäufen? Sind die relevant? Sollte man die beachten? Das würde mich interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und aktiviert dann auch diese Mitteilungs-Benachrichtigungsglocke, um eben kein Video mehr zu verpassen. Danke fürs Einschalten.